Das hier ist der Marktplatz, es ist der Mittelpunkt der Stadt. Und daneben steht das Rathaus mit den Regeln, die es in der Stadt gibt. Zum Beispiel soll es keine Gewalt geben und alle müssen arbeiten, beziehungsweise sollen arbeiten. Es sind auch Waffen verboten und jeder muss hilfsbereit sein. Hier ist eins der Wohnhäuser direkt am Marktplatz, wodurch es das Leben in der Stadt deutlich leichter macht, da man alles schnell erreichen kann. Wir gehen hier jetzt in die Kantine dieser göttlich perfekten Stadt. Dadurch, dass sie so göttlich perfekt ist, ist das Essen hier komplett kostenfrei. Und sofern man sich was zu essen nimmt, kommt etwas nach. Ebenfalls zu der perfekten Stadt gehört natürlich auch eine Kirche, die für die gläubigen Menschen dient. Zu jeder Kirche gehört auch noch ein Friedhof, was man hier an einem Denkmal und hier hinten dann mit dem eigentlichen Friedhof erkennt. Als nächstes ist das unser Krankenhaus. Das für die medizinische Versorgung zuständig ist, denn auch in einer perfekten Stadt wird man mal krank. Hier ist ein Obdachlosenheim, das für Obdachlose ist, die kein Dach über dem Kopf haben. Hier sind Betten für die Obdachlosen, dass sie da drin schlafen können. Und hier Duschen, dass sie sich waschen können. Hier ist unsere Achterbahn, die wir auch als Transportmittel nehmen können. Das war unsere Achterbahn. Jetzt geht's weiter zur Polizeistation. Hier kommen wir zu unserer Feuerwehr, die gleichzeitig als Überwachungsturm benutzt. Also das ist unser Überwachungsturm, damit wir sehen, wo ein Brand oder nicht ist, mit einem Aufzug. Jetzt sind wir oben. Hier sehen wir alles von oben und wenn ein Einsatz ist, springt man einfach runter, landet auf einem Schleimbett, springt noch 3-4 Mal hoch. Hier steht unsere Feuerwehr drin. Und hier ist unsere Polizeistation. Hier kann man kurz warten, hier ist der Tresen. Hier können sich die Leute umziehen und hier ist das Büro. Hier ist unser eintrittsfreies Schwimmbad, wo man hier zur Schwimmhalle kommt. Und hier zu den Toiletten und hier zur Sauna. Schwimmbad ist in der perfekten Stadt sehr wichtig, weil es zum Vergnügen dient und Spaß macht. Das hier ist der Park der Stadt. Er dient zur Erholung und ja.
Das hier ist der Flughafen. Er dient dazu, die Touristen herzubringen, die sich die Stadt angucken wollen. Und die Bewohner wegzubringen, die verreisen wollen, um mal eine Auszeit zu nehmen.